Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. In der letzten Folge haben wir eine Partnerschaft mit der guten, genau, ich habe vergessen, wie sie heißt, es tut mir leid. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Partnerin und wir sind jetzt in einem Haus angekommen. Ich habe das Kapitel jetzt kurz nochmal neu gestartet, das heißt, wir werden gleich das Gespräch mitbekommen, denn ich habe ja in der letzten Folge das Gespräch mitten gecuttet. Ja, tut mir sehr leid, aber diesmal machen wir es dann besser. Und dann würde ich sagen, los geht's. Falsche Taste, jetzt aber, los geht's. So, diesmal gehen wir zuerst raus. Sie bleiben besser im Wagen. Wir sind Partner, oder? Wenn Sie gehen, gehe ich auch. Okay, wir sind scheinbar ganz schön einfach durchgekommen. Was tun wir hier eigentlich? Wir kommen wegen Gordy Kramer. Kramer? Oberboss von Kramer Construction? Sein Sohn. Er soll der Origami-Killer sein? Im Moment soll er nur ein paar Fragen beantworten. Der Sicherheitsmann hat sein Geld verdient. Scheinbar gibt es hier heute wirklich eine Party. Dumme Idee, Lauren mitzunehmen. Partner sind nichts für mich. Nur um den blöden Brief zu bekommen. Jop. Sicherheitsleute ohne Ende. Gordy ist wohl ein bisschen paranoid. Okay, dann gehen wir einfach mal direkt zur Haustür. Und wir können ohne Problem rein. Okay, hallo. Lassen Sie uns später über Kramers Deko reden. Hallo. Seid ihr lange hier? Ich find's hier irgendwie unheimlich. Ich suche Gordy Kramer. Sie bleiben so lange hier. Okay? Okay. Sie sagen, wenn ich helfen kann. Hallo. Was haben wir denn hier? Ja. Wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Wo ich schon hier bin, könnte ich auch was trinken. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Ja. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Oh Gott. Alkohol, Weiber und Cokes. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Hi, klasse Party, hä? Na, dann lernen wir uns kennen, Kumpel. Wow, du bist ein netter Kerl. Ich mag dich. Oh Gott. Mein Freund, ich mag dich sehr. Der Job hat doch Vorteile. Ich habe einen neuen Freund. Aber ich finde Scott irgendwie cool. Hallo, kann ich euch ansprechen? Mal gucken, wo geht's denn da lang? Oh, ins Bad. Okay. Aber hier hat man wenigstens kurz eine Minute Zeit, um nachzudenken. Ich bin noch nicht fertig. Wir machen uns einfach mal frisch. Oder waschen uns einfach nur die Hände. Je nachdem. Egal. Dann heißt es jetzt wieder raus. Hallo. Ich möchte sehr gerne wieder raus. Dankeschön. Okay, du siehst auch aus, als könnte ich Hallo sagen.
Okay, fang einfach an, spontan zu tanzen. Mit dir kann ich nichts anfangen. Mit dir auch nicht. Mit euch auch. Oh, man kann sich hier hinsetzen. Was kann ich denn da machen? Tolle Party, hä? Okay, Leute, ich mache nur ganz kurz einen Cut. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja. Kommen Sie oft her? Wollt auch keine Freunde finden. Tja. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Ich schaue lieber mal nach. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Das ist nun mal so, wenn man eine Party hat. Oder ist er, Lauren? Alles okay? Mir gefällt's ja irgendwie nicht. Haben Sie schon was? Ich will weg. Noch nicht. Gordy ist schwer aufzutreiben. Ich frage weiter rum. Sie warten. Okay. Okay, und wo soll ich fragen? Er läuft mir immer viel zu weit. Oh. Ist das jetzt dein Ernst? Geh zur Tür. Mein Gott. Okay, nur Sicherheitsleute. Oh, vielleicht kann ich dich ja direkt hier fragen. Ja, oder ich lasse es auch einfach sein. Hier konnte ich gerade nach Gordy fragen. Da. Hi, ich suche Gordy. Haben Sie ihn gesehen? Schon vor einer Weile. Sie werden ihn kaum treffen. Er ist sehr selten bei seinen Gästen. Wirklich? Warum schmeißt er dann eine Party? Fragen Sie ihn doch. Ja, beste Aussage überhaupt. Man trifft ihn ganz, ganz selten. Warum? Dann fragt er, warum feiert er denn das überhaupt noch? Ja, fragen Sie ihn doch, man bekommt ihn ja zu selten zu Gesicht, aber... Hallo? Verzeihung, ich suche Gordy. Ich hab ihn hochgehen sehen. Würde mich wundern, wenn er heute nochmal runterkommt. Also, was ich sagen wollte, ist... Ja, ne, ich habe das gerade ein bisschen blöd formuliert wahrscheinlich, aber... Ne? Verzeihung? Hey, kein Zutritt hier oben! Nicht? Hey, Mr. Franklin meint, ich kann hoch. Ich werde dir deine Kohle gleich sonst wohin stecken, Mann. Hau ab! Ich nehme nichts! Oh, sorry. Wenn ich zu Gordy Kramer will, muss ich es anders anstellen. Und wie? Die zwei Gorillas und mein Besuch bei Gordy, das geht nicht zusammen. Ich muss sie irgendwie loswerden. Eine Schlägerei. Die müssen von der Treppe weg. Nur so lange, bis ich durch bin. Eine Schlägerei. Verlockend, aber keine gute Idee. Zu viel schlagkräftige Verstärkung hier. Ich bin in einer Sackgasse. Vielleicht bringt mich eine Idee von Lauren weiter. Ja, okay. Was ist denn jetzt mit Gordy? Er ist oben. Zwei Gorillas stehen im Weg. Soll ich das regeln? Probier mal. Was wollen Sie machen? Mit den Pumps den Popo versohlen? Ich regle das. Seien Sie nur Startler, sobald die weg sind. Sehr, sehr gut. Hey, Lauren.
Okay. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Oh, das ist natürlich, nice. Ich muss ganz schnell vorbei. Hallo. Tschüss. Boah, das war richtig gut von ihr. Das hat sie richtig gut gemacht. Schon wieder jemand mit einer verdammten Überdosis. Also, Respekt. Was stöhnt hier so oben? Naja, auf jeden Fall hat sie echt gut gemacht. Also, Schauspielern kann sie. Hier ist eine Tür. Kann ich hier rein? Wir müssen sie. Oh, ich bin sogar richtig. War okay. Die beiden Damen sind mit sich selbst beschäftigt und ihn kümmert's nicht? Was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist er wahrscheinlich, ne? Hä? Mr. Kramer. Psst, jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Okay, ich glaube, der ist nicht mehr ganz sauber. Ja. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Hallo? Aua! Okay, habe ich. Habe ich auch. Habe ich. Hab ich, alles gut? Hab ich auch? Hab ich auch? Hab ich? Okay, ich mach die voll fertig.
Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Das werden wir noch sehen. Bastard. Der Typ ist... Also das ist echt schon... Vor allem, die liegen da alle herum und lacht sich über die Cartoon-Serie jetzt noch kaputt. Ey, was ein Psychopath. Aber persönlich jetzt gesehen, ich glaube nicht, dass er es war. Meiner Meinung nach ist er zu blöd, um so etwas zu planen und anzustellen. Deswegen gehe ich nicht davon aus. Also persönlich jetzt gesehen, ich glaube, den kann man ausschließen. Er ist einfach zu dumm für so etwas. Aber wir springen jetzt zu Ethan zurück und mal gucken, wo wir da landen. Sie haben eine Trophäe verdient. Harter Kerl. Das ist doch mal schön. Mittwoch, 19.42 Uhr, 57,86 mm. Und wir sind mit Ethan bei unserer zweiten Prüfung. Und ohne großartig zu zögern, trotz Schmerzen, quetschen wir uns jetzt in die zweite Prüfung. Also es ist auf jeden Fall ein Industriegelände. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, das kann ganz schnell zum Tod hier führen. Das wird bestimmt nicht allzu toll. Okay. Was denken wir denn? Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Oder irgendwas. Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Mhm. Was zur Hölle soll ich hier? Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Naja, offiziell scheinbar ja nicht, sonst wären wir ja nicht hier. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Da Tür. Ich glaube nicht, dass ich einen Schmetterling suche, muss ich ehrlich sagen. Okay, komm, Tür aufmachen. Komm. Die Tür kriegen wir jetzt schon auf. Okay, vielleicht doch nicht. Sie klemmt. Okay, dann laufen wir mal hier lang. In der Hoffnung, vielleicht eine Lücke in der Mauer zu finden. Oh, das ist überall... Das sind überall Elektroleitungen. Okay, hier gibt's nichts. Oh, da ist eine Lücke. Bingo. So. Oh, fuck. Entschuldigung. Ey, komm. So, komm jetzt. R1. Und R2. Bingo. Oh, ah. Das könnte uns noch zum Verhängnis werden. Wenn... Falls Norman hier auftaucht, wird das uns auf jeden Fall zum Verhängnis. Elektrische Kondensatoren. Dem Geräusch nach sind sie noch aktiv. Das sieht man auch, Ethan, um ehrlich zu sein. Was da für eine Spannung lang fliegt. Schmetterling, Schmetterling, ich habe einen Schmetterling gefunden. Ich glaube, das heißt wirklich, dass wir den Schmetterlingen folgen müssen. War das hier? Ne, weiter. Okay, da. Gut, dass die Kamera darauf aufmerksam gemacht hat. Ich hätte es nicht gefunden. Okay. Okay. Der Origami-Killer macht sich echt die Mühe. Nee, ne? Nicht ernsthaft. Nicht... Ach nö, wir müssen jetzt nicht durch diese... Durch dieses Etwas. Was ist das eigentlich? Ein Tunnel? Ein Luftschacht, gehe ich von aus. Also so etwas Ähnliches wie ein Luftschacht. Vielleicht ist das ja so ein ehemaliger Fluchttunnel. So, auf damit und in der Hoffnung... Streichhölzer. Wow.
Ist das so gut, jetzt einen aufzumachen? Einen anzumachen? Okay, gut, ne, wir haben kein weiteres Licht. Warte mal, was ist denn? Oh, mein Controller ist ausgegangen. So. L1. Okay. Rein da. Auch wenn ich das jetzt nicht für die... Ja, geil. Ein Zurück gibt es jetzt scheinbar nicht mehr. Ist natürlich sehr cool. Oh, das sieht... Was ist das denn? Glas? Yep. Glas. Oh. Ja, okay, er sieht jetzt nicht Glas. So viel. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Verdammtes Scheißrohr! Sean wird wegen mir sterben. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Oh, den Schmetterling müssen wir verfolgen. Ich gehe davon aus, dass wir nicht ewig Streichhölzer haben. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Yep. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, dann kann ich das abbrechen? Ach, kann ich nicht. Okay, gut. Oh, der tut mir halt mega leid gerade. So. Okay. Jetzt gleich. Hier. Links rum. Okay, kurze Pause. Okay, und weiter. Okay, Pause, Pause, Pause. Okay, und weiter. Ich darf ihn nicht verbluten lassen, Anführungsstrichen. Okay, Pause. Denn hier müssen wir sowieso Streichholz anmachen. So, und zack. So, wieder nach links. Ist das jetzt nicht vielleicht sogar doch... Ist das nicht im Kreis, wenn man jetzt überlegt? Also, wenn ich jetzt recht... Wenn ich mich jetzt recht entsinne, laufen wir doch gerade im Kreis. Okay, weiter. Oh, das ist echt krass, ey. Pause. Und weiter. Pause. Und weiter. Ethan, wir schaffen das. Pause. Und ein Streichholz. Also wir haben langsam echt... Also ich gehe davon aus, dass wir nicht... Also wir haben auf jeden Fall nicht unendlich. Deswegen müssen wir gleich gucken, dass wir das auf jeden Fall irgendwie noch geregelt kriegen mit den Streichhölzern. So, jetzt hier lang. Oder vorne geht's raus. Okay, Pause, 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 Pause. Und weiter. Okay, Pause. Und weiter. Ethan, wir sind gleich da. Aber wer macht sich die Mühe, krabbelt hier rein und legt diese Scherben da überall hin? Komplett fertig mit der Welt. Oh, komm. Die ganzen Knie. Oh, geht's dir gut einigermaßen? Reiß dich zusammen.
Los, Ethan. Ich weiß nicht mal, wohin es da geht. Möglicherweise direkt in die Hölle. Ja, kann schon sein. Springen? Oder nicht springen? Scheiße. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Wir könnten zurück und versuchen, die Tür einzutreten. Okay. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Oh Gott. Wenigstens geht er mit den Füßen zuerst rein und nicht mit dem Kopf. Das wäre ja es jetzt noch gewesen. Oh. Das ist ziemlich, ziemlich eng. Oh, verdammt. Och, nö. Nicht ernsthaft. L1 ist hier. Okay, ich darf mich jetzt hier nicht falsch bewegen. Hier steht nämlich alles unter Strom. Ich darf mich hier nicht falsch bewegen. Ich gehe davon aus, wir müssen durch. Jawolla. Richtig schön. Alter, ein Schock. Und wir sind tot. Und natürlich mittendurch. Aber meine Freunde, ich mache einen Cut an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Heavy Rain. Bis euch noch einen schönen Tag und tschüss.